Wisst ihr was, komm. Ich denke, es ist Zeit, ihm aufs Maul zu hauen. Kriege ich auch den Rest dieser Mission in eine Folge rein. Jetzt habe ich ihn da oben vergessen. Oh, oi. Da hat er da doch noch einiges an Truppen. Hoffen wir mal, dass meine Anzahl an Bogenschützen ihn hier doch auskontern wird. Wobei er hat auch leider sehr viele. Oi, 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 oi. Das ist jetzt doch ein bisschen mehr Geklopper, als ich ursprünglich dachte. Eieieiei. Hoffentlich habe ich noch genug Kämpfer übrig, dass die hier den Laden überhaupt einnehmen können. Oh Gott, jetzt kommen da auch noch zwei Dicke. Traumhaft. Aha, Gott sei Dank, ein paar Nahkämpfer rücken nach. Was baut der da? Ein Wachturm? Das denke ich nicht, Tim. Ja, das war's dann jetzt wohl mit unserer Nahkampfarmada. Wir haben noch 4 Larrys hier. Und da sind noch ein paar Elite-Bogenschützen, die uns das Leben schwer machen wollen. Oi, 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 da kommt doch noch ein bisschen was entgegen. Und ihr zwei geht mal ganz schnell zurück und lasst euch mal da oben heilen. Eieieiei. Haben wir doch nochmal richtig schön auf die Schnauze bekommen. So, damit hätten wir es. Ein Schlag hat gefehlt. So, und so gehen wir bitte hier lang. Dankeschön. Dankeschön, so. Dann weiter im Text. Sehr gut, da sind auch schon wieder einige, die nachrücken. Wunderbar. Komm, ich will, dass das jetzt noch hier reinpasst. Ich habe mir am Anfang ein bisschen Zeit gelassen, weil ich nicht wusste, ob ich die Dauer für eine Folge vollkriege. Aber ich würde es ganz gerne unter 20 Minuten schaffen. Wird aber gerade, glaube ich, ein wenig schwierig. Wenn ich so auf die Uhr schaue. Es sei denn, das ist ein letztes Türmchen hier. Dann hätten wir, glaube ich, Glück. Könnte tatsächlich sein, dass das sein letzter Turm ist. Oh, 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 da kommt doch noch einiges auf uns zu. Tja, ich befürchte, es werden wohl doch 2 Folgen. Seht ihr dann im Nachgang. Eieieiei, da kommt aber noch einiges. Shitte. Sollen wir hier 2 bitte nachrücken? Eieieiei. Mein Gott, haut er uns auf die Schnauze. Erinnere mich daran, nie wieder einen Gegner zu unterschätzen. Egal wie blöd, für wie blöd ich ihn halte. So, haben wir hier noch ein bisschen Truppenpower? Ja. Sehr gut. Ach, wie gesagt, ich habe gerade ein bisschen Muffinsausen, muss ich gestehen. Na komm, greifen wir weiter an. Irgendwie muss es ja vorangehen. Egal, verteilen wir den Schmarren halt auf 2 Folgen. Oh Gott, da kommt noch mehr. Alter. Sehr schön. Auf dem Weg weggefeuert. Eieiei. Shit, wie viel hat er denn da bitte noch? Eieiei. So, ihr geht mal bitte zu den Lazaretten hier. Und das macht ihr mal mit ein bisschen Speed. Ach nee, das kann das sein, dass das nur das Angriffstempo erhöht? Ich befürchte fast. Na gut. Dann kriegen die gleichen Buff bei dem nächsten Angriff.
Apropos Buff, stimmt. Da war ja was. Sperrkämpfer könnte ich vielleicht auch mal verbessern. Obwohl ich da nicht so viel von habe, aber die ich habe... Ich überlege gerade, macht das Sinn? Ja gut, wir haben so wenig Nahkämpfer und deswegen sollten wir schon gucken, dass wir einigermaßen mit vereinten Kräften hier aufmarschieren. So, du könntest mal hier wieder ein bisschen Eisen rausmachen. Dankeschön. So, und damit nicht unsere Sägewerke einschlafen, weil alles voll mit Brettern ist. Mal wieder ein großes Wohnhaus. Für mehr Larrys. Dich reiß ich mal ab. Oh, da ist aber jemand drin gewesen, der doch den ein oder anderen Schlag schon einstecken durfte. So, du findest schon wieder nichts mehr. So, da hinten findest du noch ein paar Bäumchen. So, dann mal bitte runter mit euch. So, jetzt haben wir natürlich wegen dem letzten Stein-zu-Eisen-Zauber kein Mana mehr für ein bisschen Soldaten-Gebuffe. Deswegen machen wir jetzt mal da kurz die Priorität drauf, dass das ein bisschen schneller geht. Also wir haben nur 14 Nahkämpfer, aber 27 Fernkämpfer. Das ist okay. Na komm, holen wir dann noch hier ein paar mehr dazu. Und vielleicht haben wir, bis die anderen da unten sind, auch genug Mana zusammen. Und wir sollten uns auch mal hier hinten die Türmchen vornehmen und die Soldaten entsprechend nach unten senden. Jedes Schwert ist hilfreich. Mein Gott, was hier noch überall an Rohstoffen liegt. Herrlich! Da haben wir noch genug Steinchen, alles klar. Und noch zwei Larrys, schön. Oha, ihr habt aber auch schon einstecken müssen, deswegen geht man ins Lazarett. Bei dir habe ich jetzt nicht gesehen. Nee, da passt das soweit. Alles klar. So, jetzt müssen wir eine anfangen und hier ablegen. Weil ihr dreht euch gerade im wahrsten Sinne des Wortes im Kreis. So, geht doch. Langsam aber sicher wird ein Schuh draus. Und langsam aber sicher bräuchten wir noch ein weiteres Lagerhaus. So, da haben wir alle, sehr schön. Da noch ein weiterer Bogenschütze. Was macht das Mana? Ich hätte es halt gern ausprobiert mit dem Zauber. Will die Mission jetzt aber auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Deswegen würde ich sagen, wir marschieren hier mal los. Na, da oben kommen noch ein paar. Oha, da ist schon Feindesland. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, marschiert mal los und haut ihn fröhlich auf ihre fröhliche Fresse. Mehr Fröhlichkeit und Schmerzen. Schmerzen sind auch wichtig. Nicht wir, aber die anderen sollen Schmerzen haben. Tja, wer kennt nicht die alte klingonische Weisheit? Wer A sagt, der sollte Schmerzen haben. Wer schießt? Von wo? Ach, von da hinten. Okay, dann einmal in diese Richtung. Gas geben. Aha! Dann haut mal bitte ganz schnell die Tür ein.
Oh ja, da kommt noch einiges an Gegenwehr. Ei, da kommt wirklich einiges. Damn. Oh Mann, oh Mann. So, du mal bitte da oben hoch. Geht mal da oben hoch, bitte. Eieieiei, was ein Gemosche. Moschbild. So, da fliegt der letzte raus, sehr gut. So, jetzt haben wir ein bisschen bessere Sicht. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal da hinten weiter. Ach, von jedem einem. Wie schön. Na, reicht bei dir immer noch nicht. Schade. Schwing. So, dann würde ich sagen, klauen wir mal hier hinten seine Ressourcen ein wenig. Nur so ein bisschen klauen. Ach, jetzt ballert ihr die armen Ressourcen, Larrys, ab. Die doch nur ein bisschen schürfen wollen. Ihr seid so gemein. Nicht mal buddeln darf man. Oh, da werde ich beschossen. Shit. Dann einmal bitte ein bisschen nach rechts. Die Herren. So, wieder ein Türmchen für uns. Oh, da kommt seine Kampfkraft. Mein Gott, hat der viele Juwelen. Und bald gehören sie mir, auch wenn es mir nichts bringt. Oha, da weht der Wind. Gerne mitmoschen. Ihr dürft auch rein in die Moshpit. Oh, da kommt doch noch ein bisschen Manpower uns entgegen. Vereinzelt. Gut, auch wenn er es für eine bessere Idee hält, einfach mal in der Weltgeschichte rumzutingeln, anstatt was zu tun. Soll er mal machen. Jungs, ihr müsst ihm jetzt auch nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hinterherlaufen. So, sobald ich das Türmchen da hinten habe... Ach, seit 30 Minuten nicht gespeichert. Mein Gott, was ist da denn los? Bam! Jetzt klatscht aber keinen Beifall. War hier nicht noch ein Turm gerade irgendwo, von wo ich beschossen wurde? Ja, da oben. Oh, das sind aber dezent bessere Bogenschützen. Ey, da daus. Warte mal, wo ist denn hier mein Pappenheimer? Hat jemand unseren Priester gesehen? Da stehen noch ein paar Soldaten. So, ihr geht mal bitte darüber. Wo ist mein Priester, verdammt? Wurde er abgeschossen? Nein, da steht er. So, dann wende doch mal den Zauber an Hilfe herbeirufen und teleportiere diese Larrys zu dir. Ja, immerhin, ein paar hat er rübergeholt. Sehr schön. Eieieiei, ich verrenne mich hier gerade voll. Vielleicht war es doch nicht so klug, ihm noch Zeit zu lassen, weil, klar, wir mussten unsere Armee aufbauen, aber er hat letzten Endes ja auch ein bisschen seine Armee wohl verstärkt. Und hier stehe ich nun nicht armer Tor. Und bin fast so armeelos als wie zuvor. Da hat er auch noch eine Festung, mein Gott. Na, ich scheine ihn tatsächlich ein klein wenig unterschätzt zu haben.
Hä? Da werde ich angegriffen? Ist da einfach noch einer Ewigkeit hinterhergerannt oder what? Ach, den habe ich auch erobert. Cool. Dann holen wir uns mal eben hier die Zwischenlücke. Oh, oh, oh. Wir haben nur noch 9 Nahkämpfer hier gerade stehen. Ja, komm, hier hinten liegen so viele Ressourcen, da sollten wir doch mal vielleicht ein Wohnhaus da errichten. Ja, sehr schön, holt heran die Kohle. So, den ersten hätten wir. Reißen wir aber auch direkt natürlich wieder ab.